Hallo liebe Leute und willkommen zu einem weiteren Minecraft Mod Tutorial. Heute gibt es auf Userwunsch Anfrage ein Tutorial zum Dynamic Lights Mod für die Minecraft Version 1.4.7 beziehungsweise später auch für die 1.5 und auch alle weiteren kommenden Minecraft Versionen. Ja, falls ihr auch irgendwelche Mod Tutorial Wünsche haben solltet, dann könnt ihr die gerne nach diesem Video in die Kommentare schreiben, zusammen mit euren Bewertungen und so weiter und so fort. Oder auch in der Minecraft-Playlist nachgucken, in der Mod-Playlist. Das wäre gut. So, Dynamic Lights Mod, ihr seht es gerade innovativ im Hintergrund. Dynamische Lichter, der Name sagt schon alles. Ich zeige euch heute, wie das Ganze installiert wird mit dem Minecraft Forge Mod, der dazu benötigt wird. Und später zeige ich euch noch, wie man den Optify-Mod dabei installiert, falls ihr das dann möchtet. So, wir müssen das natürlich erstmal herunterladen. Wie gesagt, das tun wir ganz einfach im Minecraft-Forum, Adresse in der Beschreibung. Hier sehen wir schon, Awesome Update, bla bla bla. Und hier sehen wir eigentlich, Downloads Move to Atomics oder AtomicStriker.net. Da können wir eigentlich gleich auf diese Seite gehen. Hier sehen wir links Dynamic Lights. Hier sind schon alle Download-Links auf einer Seite. Einmal für Forge können wir hier öffnen und das aktuellste hier runterladen. Und der Mod selber, einmal über Sugarlink oder über Dropbox. Je nachdem, wie ihr gerade drauf seid. So, wenn ihr das heruntergeladen habt, Optify verlinke ich nochmal extern. Unter dem anderen Links. Wenn ihr das getan habt, dann installieren wir als erstes den Minecraft Forge Mod. Das ist ganz einfach. Dazu müssen wir nur die Windows-Taste und R drücken. Altes bekanntes Spielchen. Dort schreiben wir %appdata% rein. Bestätigen mit OK. Dann sehen wir hier ganz oben den Punkt Minecraft Ordner, wo sich der Bin-Ordner auffällt, in dem die Minecraft JAR-Datei ist. Die öffnen wir mit WinRAR oder 7-Zip, je nachdem, was ihr habt. Dann sehen wir erstmal hier den Meta-Info-Ordner, wie gehabt und schon wie gesehen, löschen. So, dann können wir den Minecraft Forge Mod installieren, dazu öffnen. Steuerung A drücken, dann können wir das Ganze schneller markieren. Rüberschieben, rüber verschieben, bestätigen mit OK. Dann hätten wir das, dann können wir den Minecraft Forge Mod das hier schließen. Hier sehen wir einen Meta-Info-Ordner, der neu dazugekommen ist. Wir können den drin lassen, wir können den auch rausnehmen. Ich nehme den jetzt mal raus, weil wir später Optifine installieren und ich weiß nicht, ob das vielleicht Komplikationen haben könnte. Also wie gesagt, einfach löschen, es macht keinen Unterschied. Nehme ich an. So, das Fenster können wir geöffnet lassen. Jetzt öffnen wir einmal Minecraft, also wir starten einmal Minecraft, damit sich der Minecraft Forge Mod zum ersten Mal installiert von selbst. Dazu dann einloggen. Hier sehen wir schon, Forge Mod Loader setting up your Minecraft Environment. Kurz warten. Das war's auch schon. Hier sehen wir schon Minecraft 1.4.7, Minecraft Forge installiert. So, wenn wir das getan haben, können wir Minecraft schließen. Gehen zurück in unser Fenster zum Punkt Minecraft Ordner. Und wir sehen, hier ist eine ganze Vielzahl an neuen Ordnern, wie zum Beispiel Config, Core Mods, Mods und so weiter und so fort. Das erleichtert uns die ganze Sache, denn jetzt müssen wir nur noch den Dynamic Lights Mod öffnen, also den ZIP-Ordner. Hier sehen wir auch ein paar Dateien. Das Einzige, was uns aber interessiert, ist Setup. Und hier finden wir einmal Core Mods. Und da drin ist der Dynamic Lights Mod. Den verschieben wir dann ganz einfach in den Core Mods Ordner im Punkt Minecraft Ordner. Er ist drin. Das heißt, wir können das hier schließen, Minecraft starten, kurz warten und ja, das war die Installation. Wer ist es auch nicht? Also einfach den Minecraft Forge Mod installieren und dann in den Core Mods Ordner den Dynamic Lights Mod einfügen. Ja, hier sehen wir auch schon Dynamic Lights, ganz viele neue Sachen und wie das Ganze jetzt etwas genauer aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ja, nicht ganz. Ich habe vergessen, wieso schlau ich bin, den Optify-Mod zu zeigen. Wie gesagt, wir sind wieder in unserem Punkt Minecraft-Ordner. Dort gehen wir dann ganz einfach in den Bin-Ordner Minecraft JAR öffnen mit WinRAR wieder. Und dann können wir ganz einfach das jetzt mal schließen und das auch. Steuerung A und das Ganze dann einfügen.
Also das, den Optifine-Mod nicht als erstes installieren, sondern hier als drittes sozusagen. So, jetzt aber wirklich. Ja, am Anfang habt ihr es ja schon etwas gesehen. Jetzt zeige ich euch das mal etwas genauer. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Fackel in die Hand nehmen, sieh da, wir haben Licht, während wir laufen. Und nicht nur, wenn wir es hinsetzen, sondern auch, während wir laufen. Und das ist ein großer Vorteil. Wenn man zum Beispiel auf Höhlentouren geht und knapp bei Ressourcen ist, ja, was eigentlich nicht gerade sinnlogisch ist, weil Kohle gibt es ja wie Sand am Meer. Aber damit spart man sich halt überall Fackeln hinzusetzen, denn wenn man jetzt zum Beispiel hier hingeht, dann hat man immer eine Fackel in der Hand und hat dann diesen Bereich ausgeleuchtet. Ja, das Ganze ist natürlich auch bei Redstone-Fackeln so, zwar nicht so hell wie bei den normalen Fackeln, aber halt auch ein bisschen. Und Redstone an sich macht auch ein bisschen Licht, aber nur beim Herumlaufen damit, nicht beim Hinsetzen. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich könnte das natürlich noch mal ein bisschen hier irgendwie hier unten zeigen. So, jetzt haben wir natürlich kein Licht. Und wenn ich das jetzt in die Hand nehme, haben wir Licht. So würde das dann in einer Höhle aussehen. Eine ganz praktische Neuerung. Ja. So, jetzt kann ich auch wieder hier raus. Und ja, ich würde sagen, das war's auch schon von diesem Tutorial. Ich würde sagen, Kommentare, Kritik und Bewertungen in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, Tutorial-Wünsche, auch wenn ihr irgendwelche habt, jetzt in die Kommentare schreiben, zusammen mit eurer Bewertung oder auch mit euren Fragen und Anmerkungen bezüglich dieser Mod. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Tutorial und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao und bis dahin.